Jetzt machen wir das Mikrofon auf für unseren nächsten Kandidat. Es sieht ein bisschen so aus, wie wenn er uns heute etwas vorspielen möchte. Ich heiße Urs Rudin, bin 49, komme aus Römlingen und bin Musiker. Ja, ja, schon Musiker. Aber wegen dem kommt er gleich nicht Musik machen. Sondern? Zeichnet habe ich immer. Seit ich weiss, ich habe vor allem während meiner Schulzeit, ich bin ein Schüler, der immer gemöllert hat. Möhlele ist ein bisschen untertrieben. Er kann richtig gut zeichnen. Aber heute zeichnet er weder mit Stift noch mit Pinsel. Er hat auch keine Leinwand dabei und kein Papier. Und schon gar keine Farbe. Ich male Sand. Und das heisst, ich habe eine Kiste, die von unten beleuchtet wird mit einer Scheibe. Und dort male ich mit Sand irgendwelche Bilder. Aber es geht dir doch auch mit Stift. Warum denn mit Sand? Also ich glaube, alle, die das erste Mal in ihrem Leben sehen, die sind einfach mal beeindruckt. Weil es ist ein schöner Vorgang. Du bist dabei, wenn etwas entsteht. Du bist auch dabei, wenn es wieder vergeht. Hallo. Willkommen bei den grössten Schweizer Talenten. Dankeschön. Stellen Sie sich vor. Mein Name ist Urs Rudin, bin 49, wohne in Römlingen, Basel-Land und bin Musiker. Was werden Sie uns zeigen? Ich werde Sand malen. Sehr schön. Wo ist der Sand? In dieser Kiste. Ach so. Wie lange machen Sie das schon? Also richtig angefangen im Juni. Das macht mir ein bisschen Angst. Was werden Sie uns malen? Das sind Bilder, die mit Musik zu tun haben, weil ich auch die Musik selber dazu gemacht habe. Das ist eigentlich eine musikalische Sandmalerei. Nennt sich eigentlich Sandphonie. Okay, das heisst, Sie machen eigentlich den Videoclip live zu Ihrem Song? Kann man so sagen, ja. Gut, dann bin ich gespannt auf den Videoclip. Wir freuen uns drauf. Viel Glück. Merci.
Meine Güte, Urs, haben Sie mir Angst gemacht. Hast du ein bisschen rausgehört, ja? Wo Sie gesagt haben, ein halbes Jahr. Ja. Aber es ist unglaublich, was man mit einem halben Jahr machen kann. Sie haben etwas Unglaubliches geschafft, nämlich haben Sie Musik und Bild so zusammen verschmelzen, dass ich keine Sekunde das Gefühl hatte, es gehört nicht zusammen. Das spricht sicher, der Musiker hat sicher einen grossen Vorteil. Sie haben das Buch aufgemacht am Anfang und wieder zugemacht am Schluss mit den Klaviertasten, die Sie gespielt haben. Für mich ist es traumhaft. Es war poetisch. Ich hätte Sie noch stundenlang zugeschaut. Also, es ist wirklich etwas Außergewöhnliches. Obwohl, also Sie haben im Juni angefangen. Ja. Ich habe im Juni 1985 angefangen, als ich im Sommerferien im Rimini war. Und trotzdem bin ich noch nicht so weit. Es ist unglaublich schön. Ich möchte gerne so ein Bild zu Hause haben, aber wie soll ich das aufhängen? Das ist schwierig, ja. Schwierig, ja. Braucht einen guten Staubsauger. Ja. Aber das ist ja eigentlich genau das Brutale, oder? So ein Bild ist entstanden und nachher einfach rasch wieder drüber. So. Das kann man ja nicht stehen lassen, oder so. Bringt ja dann eigentlich auch nichts, oder? Nein, bringt wirklich nicht. Ist ein Frust. Also ich meine, die Sandmalerei, die gibt es ja. Also das ist ja nicht jetzt eine Erfindung von innen. Aber also, wir suchen ja da Talent und wer es in einem halben Jahr auf das Niveau bringt, muss ich also sagen, dass ich hätte das auch nie erwartet. Ich gehe jetzt nachher heim zu meinen Kindern und sage, hey, ich habe Sammendli persönlich getroffen. Ja, ja. Ja, wunderschönste Bilder gemalt. Merci vielmals, das waren spannende Minuten gewesen. Dankeschön. Wir fassen zusammen. Ja oder nein? Roman? Das ist zu schön zum Nein sagen, drum ja. Christa? Ja. Dankeschön. Ja. Dreimal ja. Vielen Dank. Merci. Ja. Er hat seinen Auftritt vor einem grossen Publikum definitiv nicht in Sand gesetzt.